Das WM-Aus war für mich und für uns alle und die in der Verantwortung standen natürlich ein absoluter Tiefschlag. Da gab es und gibt es nichts zu beschönigen. Meine Erkenntnisse aus diesem Turnier waren, und das war meine allergrößte Fehleinschätzung und mein allergrößter Fehler, dass ich geglaubt habe, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen. Und ich hätte die Mannschaft, und das war wirklich die größte Fehler, das war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und noch mehr perfektionieren. Nachdem wir 2014 diesen Titel gewonnen haben und eben auch an der Spitze waren, hatten wir es bei diesem Turnier ganz einfach auch nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, neue Schlüsselreize zu setzen, ein neues Feuer so zu entzünden, dass es eine riesige Flamme gibt und dass alle mit unglaublicher Begeisterung, Enthusiasmus und mit großer Leidenschaft und auch wieder mit den anderen Tugenden, Einsatz, bedingungsloser Kampf und so weiter, Zweikampfstärke, das haben wir bei diesem Turnier nicht erreicht.